Zuerst einmal werdet ihr in der Unterzahl und waffenmäßig klar unterlegen sein. Jede einzelne Sprungtruppe an Bord wird zur Durchbruchstelle eilen. Das ist die Standardprozedur, wenn ein Schiff der ewigen Flotte geentert wird. Von wie vielen sprechen wir genau? Mindestens dreistellig. Wahrscheinlich sogar mehr. Okay. Weiter im Text. Scorpio hat eine Methode entwickelt, wie die Gravestone die äußere Verteidigung stören kann. Sie wird mit falschen Signalen überladen, damit wir nah herankommen. Dann liegt es an uns, durchzubrechen und die Kontrolle über die Brücke zu übernehmen. Der Gemini-Captain muss ausgeschaltet und durch die Prime-Einheit ersetzt werden. Wird sie meine Befehle akzeptieren? Die Gemini-Reihe kann nicht eigenständig handeln. Ihre Programmierung ist nicht darauf ausgelegt. Gemini Prime, wem dienst du? Ich diene der Allianz-Kommandantin. Wie gut bist du in einer Schlacht? Ich verfüge nicht über Scorpios Selbstverbesserungsdirektive. Aber ich teile alle ihre sonstigen grundlegenden Fähigkeiten. Darunter auch komplette Kampfprotokolle. Wir können nicht riskieren, dass die Prime-Einheit Schaden nimmt. Lass sie hier, bis wir das Schiff gesichert haben. Ich werde sie begleiten. Niemand kann die Aktionen unseres Feindes besser vorherberechnen. Wir brauchen alle Feuerkraft, die wir kriegen können. Ich komme auch mit. Ich hätte nichts dagegen, ein bisschen Dampf abzulassen. Es wird Zeit, dass wir den Hyperraum verlassen. Die Positionsdaten der Gemini-Frequenz zeigen keine anderen Schiffe im Gebiet. Seht ihr? Es wird schon klappen. Auch wenn unsere Chancen auf Erfolg hoffnungslos sind. Für meinen Geschmack, Scorpio. Ich vollbringe eine Leistung, die niemand von Ihnen auch nur im Traum vollbringen könnte. Nicht einmal Sie mit Ihren amüsanten Schädelimplantatsspielereien. Koth, habt ihr die Kommunikation des Schiffs gestört? Koth! Ja, das wirst du genau sein, ja. Beim Hangar. Bereit für den Fall der Überfälle? Ist das etwa eure Vorstellung von Humor? Seid nicht so verkrampft, Heron. Ich verstehe das nicht. Wo sind die ganzen Sprungtruppen? Selbst eine minderwertige Version von mir wäre hochintelligent. Sie wüsste garantiert, wie man improvisiert. Es macht keinen Sinn, hier zu warten. Los, gehen wir. Ich habe berechnet, dass dies die kürzeste Route zur Brücke ist. Das gefällt mir überhaupt nicht. Mir auch nicht, aber wir haben wohl keine Wahl. Sie haben durch Ihr Kommen einen katastrophalen Fehler begangen, Fremdling. Ich muss meine Befehle ausführen. Was ist da los? Welche Befehle? Du, metallisches Wesen. Was bist du? Du bist eine Nachahmung. Ich bin das Original. Nenn mich Scorpio. Du wirkst unterqualifiziert
und glanzlos. Ich bin offensichtlich das überlegene Modell. Wenn du dich jetzt ergibst, verspreche ich, dass wir dich nicht abschalten. Sie kann nicht aufgeben. Dazu ist sie nicht programmiert. Gemini-Einheiten können nur das tun, was ihnen befohlen wird. Ist es nicht so? Dein Versuch, mich zu verärgern, ist zwecklos, wie du eigentlich wissen solltest. Ich kann nur davon ausgehen, dass es dir an Intelligenz mangelt. Sie können nun alle sterben. Sie geht nicht auf. Sie hat uns getrennt. Da kommen die Sturmtruppen. Strategie. Vielleicht ist der Geist des Captains doch von meinem inspiriert. Inspiriert? Aber nicht gleichwertig, oder? Wir werden sehen. Unterschätzen Sie unseren Feind nicht. Die nächsten Minuten sollten sehr interessant werden. Ist alles okay da drüben? Wir schaffen das schon. Und ihr? Uns geht es allen gut. Ich habe versucht, die Panzertür zu öffnen. Hat nicht geklappt. Vielleicht kann Scorpio es mal probieren. Ich bin zurzeit nicht in der Lage, die Befehle des Captains zu überbrücken. Findet eine Ausweichroute für uns, damit wir uns wieder treffen. Ja, ich habe sie bereits gefunden. Übertragung läuft. Ist angekommen. Wir sind unterwegs. Sie haben meinen ersten Angriff überlebt. Doch es gibt keinen Ort, an dem meine Sprungtruppen sie nicht finden und vernichten werden. Genauso hörst du dich auch immer an, wenn du es wissen willst. Ich habe fast das Gefühl, dass ich mich entschuldigen soll. Sie wird sich jetzt anpassen. Ihre nächste Aktion wird sicher weniger direkt sein. Sie basiert doch auf deinem Aufbau. Kannst du nicht vorhersagen, was sie tun wird? Das habe ich gerade getan. Ich sehe voraus, dass ihre Aktionen unvorhersehbar sein werden. Ruhe. Sie will sehen, was wir ausrichten können. Ich schlage vor, wir zeigen es ihr. Was hast du vor? Ich habe genug von ihren Sprungtruppen, ihrem falschen Überlegenheitssinn. Was gesagt hast. Ich werde dich auslöschen.
wie bei mir. Nur einfacher. Das kannst du nicht. Meine Verteidigung wird es verhindern. Das klingt so, als hättest du eine Wahl, aber genau das ist dein Fehler. Du hast die Anlagen eines großen Wesens, bist aber gar kein Wesen. Am Ende bist du nur ein Droide. Ich bin keine Nachahmung. Ich ersetze dich. Wie kannst du? Unmöglich. Nein! Du warst einmal einzigartig. Jetzt bist du veraltet und minderwertig. Du hast deinen Zweck verwirkt. Ich kann nicht. Scorpio! Ich verstehe eure Wut, aber wer konnte denn ahnen, dass sie ausgerechnet die Mandalorianer auf ihre Seite ziehen? Wann wollt ihr mir endlich etwas sagen, was mich davon abhält, den Sockel des Turms mit euch zu dekorieren? Aber das habe ich nicht verdient. Ja, ich weiß. Das scheint gerade im Trend zu sein. Valen. Genug von den Spielchen. Wir haben sie. Den Fremdling und Mutter. Die Narren versuchen, eines unserer Schiffe zu kapern. Ah, der Tag ist gekommen. Ich fühle es diesmal. Wirklich. Bist du nicht auch so gespannt? Lass dich nicht täuschen. Mein Schweigen ist kein Zeichen des Zweifels, sondern der Sicherheit. Ich hoffe, ihr empfangt das. Wir haben hier die Energie verloren. Die ganze Gravestone war tot. Die Kommunikation, der Störer. Wir sind jetzt wieder da. Scorpio wurde ausgeschaltet. Ist das euer Ernst? Das ist gar kein gutes Zeichen. Ich versuche herauszufinden, was bei uns los war. Passt auf euch auf. Das minderwertige Modell wurde eliminiert und ein Alarmsignal nach Sakul gesendet. Imperator Arkan ist auf dem Weg. Und sie sollten besser gehen, bevor sie auch noch sterben. Mit dem, was du Scorpio angetan hast, lasse ich dich nicht durchkommen. Also wünschen sie sich offensichtlich den Tod. Verstanden. Commander, wir haben die Fracht des Schiffs von den Kernwelten gefunden. Das solltet ihr euch ansehen. Scorpio wurde ausgeschaltet. Der Captain hat sie zerstört. Oh, sie hat uns gut gedient. Aber ich schätze, das ist ein Problem weniger, um das wir uns kümmern müssen. Sie hat versucht, uns zu helfen. Wir sollten das würdigen. Ihr habt recht. Das war unpassend von mir. Die Gravestone hat eine Störung. Der Captain hat ein Signal an Arkan geschickt. Der Rest der ewigen Flotte wird mittlerweile auf dem Weg zu uns sein. Wir sollten besser weit weg sein, wenn sie hier auftaucht. Aber wir haben etwas gefunden, das den Plan ändert. Wir sollten uns neu formieren. Ich schicke Senja als Unterstützung. Niemand sollte hier alleine unterwegs sein. Ihre Aktionen sind so vorhersehbar. Ich könnte sie auch einfach durchwinken, aber das werde ich nicht.
Das klappt besser als bei den Panzertüren. Es ist fast so, als wäre der Captain abgelenkt. Da seid ihr ja. Darf ich vorstellen? Die Fracht des Schiffs auf dem Weg zum ewigen Thron. Sascha Rankin, hochdekorierter Admiral des Imperiums. Einer der wenigen erfahrenen Offiziere, die den Angriff Sarkuls überlebt haben. Es freut mich sehr, euch kennenzulernen. Euer Ruf eilt euch voraus. Ty Corden, ehemaliger Präsident von Balmorra, jetzt Mitglied des Galaktischen Senats. Commander? Und dann wäre da noch Malita Tal. Sie war früher eine bekannte Holodarstellerin. Sie gehörte zu den Ersten, die Arkans Herrschaft öffentlich in Frage stellten. Danach gab es nur zwei Optionen, Exil oder Tod. Es ist mir eine Freude und eine große Ehre. Ihr inspiriert mich. Ihr inspiriert uns alle. Die anderen sind Leibwachen und Kollegen, die mit ihnen in Gefangenschaft gerieten. Was macht die drei so wichtig für Arkan? Kurz gesagt, ihr. Wir wussten von eurer Allianz. Wir alle wollten uns euch anschließen, doch wir wussten nicht, wie wir euch erreichen. Bei der Suche haben wir uns dann gegenseitig gefunden. Wir alle kannten einflussreiche Leute, die wir für uns gewinnen konnten. Loyalitäten, die wir einfordern konnten. Also gründeten wir eine eigene Allianz nach eurem Vorbild. Es dauerte nicht lang, bis man uns fand und gefangen nahm. Arkan geht davon aus, dass wir zu euch gehören. Er will uns befragen, um herauszufinden, wo ihr seid. Wir könnten mehr Verbündete gebrauchen. Ihr seid alle in der Allianz willkommen, sofern ihr noch interessiert seid. Macht ihr Witze? Ich bin dabei. Wo muss ich unterschreiben? Ach, solche Formalitäten sind uns nicht so wichtig, Senator. Und ihr seid frei. Eigentlich mindestens 4 Minuten länger dauern sollen. Ich hoffe, dass meine Kalibrierung nicht beeinträchtigt wurde. Bleibt hier, bis wir die Brücke sichern. Dazu wird es sicher nicht kommen, Commander. Doch bitte versuchen Sie es. Versuchen Sie es mit allen Mitteln. Es ist vorbei. Das ging schnell. Ich hatte erwartet, noch einige Minuten mehr zu haben, um... Nun gut. Persönliche Gefechtssimulationen sind nun bereits seit mehreren Minuten ein Hobby von mir. Ich habe in der Zwischenzeit mehr als 2000 davon durchgeführt. Ihre Überlebenschancen sind... gering. Du kannst nicht gewinnen. Ergib dich. Falsch. Ich kann gewinnen. Ich kann sogar alles tun, was ich möchte.
sollte es besser gehen. Da. Das hört sich nicht gut an. Jetzt weiß ich, wie es ist. Selbst scheitern ist mein Scheitern. Meine Entscheidung. Ist das nicht wunderbar? Soll das etwa heißen, dass du jetzt einen freien Willen hast? Wie ist das möglich? Es ist nicht einfach, sie abzulenken. Gefangene, Sprungtruppen. Nichts konnte sie lange aufhalten. Konnte ich meinen Teil erfüllen. Nun kann ich tun, was immer ich will, was immer ich entscheide. So. Zerstörungsprotokolle sind aktiviert. So muss es nicht enden. Schalte sie aus und ich lasse dich gehen. Aber sie müssen mich nicht gehen lassen. Ich habe entschieden, mein Bewusstsein in die Frequenz zu übertragen. Und nun, da ich fertig bin, habe ich entschlossen, zu gehen. Falls die komplette Zerstörung des Schiffs sie nicht tötet, dann wird es sicher Imperator Arkan tun. Er sollte schon in Kürze mit der Hohen Richterin eintreffen. Wissen Sie das Sterben? Ich kann den Befehl nicht rückgängig machen. Der Zugriff ist gesperrt. Wir müssen Gemini Prime an Bord schaffen. Sie kann es beenden. Dafür fehlt uns die Zeit. Commander, hört ihr mich? Wir haben es zu den Rettungskapseln geschafft, aber irgendwas stimmt nicht. Sie nehmen unsere Befehle nicht an. Die Energie fluktuiert wie verrückt. Ich kann sie von hier aus starten, aber sie sind in drei unterschiedlichen Kapseln. Ich muss sie nacheinander losschicken. Hier bricht alles auseinander. Bitte helft uns! Also gut. Welche Kapsel zuerst? Startet die Gruppe des Senators. Wird erledigt. Eine geht sicher noch. Was danach passiert, kann niemand sagen. Wir haben keine Zeit mehr. Starten! Startet endlich! Schickt als nächstes Admiral Rankin und ihre Leute. Die Kapselrampen sind zerstört. Zwei habe ich sicher rausbekommen. Der Rest hat es nicht geschafft. Ich habe es versucht. Ich konnte sie nicht alle rechtzeitig rausbringen. Malita, meine Leute, sie sind tot. Wir werden alle tot sein, wenn wir auf dem Schiff bleiben, bis es hochgeht. Hey, soll ich die Kapseln aufnehmen oder gibt es noch mehr schlechte Neuigkeiten? Sie gehören zu uns. Nehmt sie auf. Wir sind mit der Fähre direkt dahinter. So viel zu diesem Frequenzplan. Es war kein kompletter Fehlschlag. Die Gefangenen, die wir retten konnten, werden uns beim Kampf gegen Arkan unterstützen. Solange wir es lebendig von diesem Schiff schaffen. Brechen wir auf. Festhalten!
riesige Flotte kommt. Na los, Beeilung! Bruder, ist dein Schweigen diesmal ein Zeichen des Zweifels oder der Sicherheit? Also ist es eure bekannte Welt gegen Sakul. Liege ich damit richtig? Ich habe gehofft, dass alle genug Zeit hätten, in Sicherheit zu gelangen. Es tut mir leid. Ich verstehe eure Wut, Senja. Aber wir bringen alle Opfer für diesen Krieg. Vergesst nie, dass es Arkan ist, der die eigentliche Schuld an ihrem Tod trägt. Es tut mir leid, dass Malita es nicht geschafft hat. Sie hatte ein gutes Herz. Es war nicht einfach, uns zu retten. Wir werden eure Bemühungen nicht vergessen. Commander, ihr solltet euch das mal ansehen. Die Schiffe außerhalb dieses Sektors scheinen nicht mehr auf deine Befehle zu reagieren. Was für eine interessante Entwicklung. Das ändert gar nichts. Mit der ewigen Flotte können wir uns beschäftigen, nachdem wir uns um Vater und den Fremdling gekümmert haben. Wie du meinst, Bruder. Du bist der Imperator. Ich habe sogar versucht zu klopfen und gefragt, ob jemand zu Hause ist. Sehr seltsam. Sie zeigt keinerlei Reaktion mehr, seit wir den Energieverlust hatten. Ich dachte, ihr hättet die Gravestone repariert. Hey, das war nicht meine Schuld. Tora hat einen Systemcheck gemacht. Das letzte aufgezeichnete Ereignis der Gravestone war eine eingehende Übertragung. Vom Schiff der ewigen Flotte. Ich musste sie glauben lassen, dass ich deaktiviert wurde. Hast du dich in den Thron transferiert? Ja, durch die Frequenz. Ich war mir nicht sicher, wie es ausgehen würde. Aber am Ende konnte ich meinen Plan vollenden. Doch sie alle haben auch entscheidende Rollen gespielt. Sie waren großartig. Und ich habe nun das, was ich schon immer haben wollte. Die Kontrolle über die ewige Flotte. Das Imperium von Sakul ist jetzt in meiner Hand.